Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem ganz neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Heute möchte ich gern ein Buch mit euch teilen. Ein Buch, das ich gefüllt habe im Juli, im Sommer. Da habe ich eine ziemlich lange Zeit für meine Verhältnisse auf physische Nahrung verzichtet und in dieser Zeit einfach nach anderen Nahrungsquellen für mich gesucht und dazu gehörten die Farben. Daher auch der Titel auf diesem Buch, ja, ihr seht das, Farbenessen, Eating Colors. Ich habe in dieser Zeit täglich gemalt. Ich habe dieses Buch gefüllt mit Malereien, mit flüssigen Aquarellfarben. Und zwar habe ich da eine ganz besonders schöne Marke entdeckt. Das sind so richtig flüssige Aquarellfarben von der Firma Pebeo. Die gibt es in so großen Flaschen. Ich glaube, wie viel ist da drin? 250 Milliliter. Und es gibt aber auch kleine. Die kennt ihr schon aus meiner Video-Workshop-Reihe Intuitives Zeichnen. Da habe ich die schon verwendet und damit ein Zeichen Leporello gefüllt. Und letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich mir diese großen Flaschen bestellt. Ziemlich viele, weil ich gerne einfach mal richtig viel und ausgiebig mit den flüssigen Farben arbeiten wollte. Und ich habe mir die da in so einen Eiswürfelbehälter gefüllt. Alle Farben, die ich so brauchte, nach denen mir war. Und wenn ich fertig gemalt habe für den Tag, habe ich den Deckel immer drauf gemacht und die Farben sind nicht ausgetrocknet. Denn in die Flaschen reinzugehen mit einem Pinsel, das ist ungünstig, weil die nach einer Weile dann anfangen schlecht zu werden. Und die halten ja schon auch eine ganze Weile, diese großen Flaschen. Also die empfehle ich euch von ganzem Herzen, die sind super kräftig, ja, und sehr, sehr ergiebig. Die kann man mit Pipette auftragen oder mit einem Pinsel, mit dem Finger einfach verschmieren oder schütten, ja, mit Tüchern verschmieren und allem, was euch so einfällt. Und jetzt möchte ich gerne mein Buch mit euch teilen. Ich werde einfach durchblättern und hoffe, euch damit eine schöne Anregung zu geben. Vielleicht habt ihr ja, wenn ihr irgendwann mal fastet oder eine Zeit der inneren Einkehr verbringen wollt, auch Lust, das mal auszuprobieren und die Farben als alternative Nahrungsquelle zu nutzen. Und außerdem ist es eine gute Anregung dafür, mal ganz unkompliziert zu malen. Also das bedeutet, nicht immer Bilder malen zu wollen, sondern manchmal einfach nur mit den Farben zu spielen. Das Buch habe ich vor einer Weile mal gefunden in einer Papeterie. Ich schaue mal, ob ich euch den Link mit unter das Video setzen kann. Das ist wunderschönes, kräftiges Büttenpapier. Ja, also es macht auch richtig Spaß, da drauf zu klecksen und zu schmieren und zu matschen und zu malen. Und ihr seht schon hier in der Mitte, ja, da geschieht es einfach, dass die Farben von vorhergehenden Seiten durchkommen. Und auf diese Weise, wenn ich irgendwo an einem Bild male, male ich auch gleichzeitig immer an den vorhergehenden Seiten und an den Seiten, die danach kommen. Also das ist total spannend. Ah, ein Arbeitsmittel habe ich noch vergessen. Das fällt mir hier gerade bei der Seite ein. Ich habe auch diese Kreiden noch mit verwendet. Das sind wasservermalbare Wachspastellkreiden. Die benutze ich auch sehr, sehr gern in meinen Workshops, in den Workshops und den Einzelarbeiten. Und die kann man super hineinmalen in die nassen Aquarellfarben. Man kann diese Kreidestifte ins Wasser tunken und damit malen oder einfach Punkte setzen. Probiert das wirklich mal aus. Das ist eine super Kombi. Also diese Teile und die flüssigen Aquarellfarben. Das ist ein riesengroßes Kreativitätsfeuerwerk. Hier war mir einfach nach diesen Farben, die habe ich auf dem nassen Untergrund mit der Pipette verteilt. Ihr seht, es gibt so vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Ist das versaut? Nö, das ist überhaupt nicht versaut. Ich finde, diese kleinen Unfälle bereichern die Bilder eher noch. Oder hier, ja, schaut euch das an. Das ist doch wunderschön. Hier habe ich, glaube ich, mal einen goldenen Woody benutzt. Da war mir ein bisschen so nach Gold zumute. Ich finde das so schön, was hier so entsteht, das zu sehen, oder auch wenn von der späteren Seite oder der Seite davor Punkte durchkommen, das macht es richtig spannend. Hier zwei Farben, die sich küssen. Da war ich sehr blau drauf. Hier der gelbe Punkt ist durchgekommen, wunderschön, genauso wie diese roten Punkte. Ein Loch im Papier. Die volle Mondin. Ich glaube, an dem Tag war Vollmond, genau. Also dieses Buch ist wirklich auch ein großartiges haptisches Erlebnis. Ich merke, dass ich blätter da total gerne durch und freue mich an diesen ganzen Farben. Das ist so eine Nahrung für die Seele. Manchmal habe ich einfach nur eine Hintergrundfarbe aufgetragen oder zwei, die dann ineinander verlaufen sind, und dann habe ich mit den Wachskreiden Punkte reingebracht. Das kann so befriedigend sein. Oder ich habe draufgekrakelt, nachdem die Untergrundfarbe schon etwas trockener war. Das ist mit dem Pinsel aufgetragen. War auch sehr meditativ. Oder diese Farbverläufe, das kann so einen Spaß machen und so tief erfüllend sein, wenn man sich da ganz reingibt. Ich empfehle euch das wirklich von ganzem Herzen, mal zu versuchen. Und eine Doppelseite, die ist wirklich teilweise in einer Minute gefüllt. Dann habe ich das Buch offen liegen lassen, habe das trocknen lassen ganz in Ruhe, und wenn es trocken war, bin ich wieder hingegangen und habe die nächste Seite gemalt. Wenn ich es manchmal nicht abwarten konnte oder wollte, habe ich zum Föhn gegriffen, aber das war relativ selten, weil dadurch oft die Farben dann auch schon wieder gezwungen werden, sich in Richtungen zu bewegen, wo sie natürlicherweise gar nicht hinfließen würden. Mit den Kreiden lassen sich wunderbar auch helle Farben in die dunklen Untergrundfarben hineinzeichnen. Auch hier wieder, ja, aus der Mitte heraus die Farben von den Seiten davor oder dahinter. Ach, schön. Ich liebe dieses Buch. Und es ist ein wunderschönes Projekt für Zeiten, in denen ihr einfach mal täglich eure Kreativität füttern wollt, nähren wollt, ja, eure Seele nähren wollt. Und auch hier wieder, ähnlich wie bei bereits anderen vorgestellten Projekten, ist es so, dass ihr auch euren Disziplinmuskel ein wenig trainiert. Ja, wenn ihr euch ein Buch vornehmt und das füllt, hier ist wieder ein Loch, ganz konsequent und mit Freude natürlich. Also Freude ist die größte und die erste Voraussetzung. Ja, dann ist das ein wunderschönes Erlebnis für die Seele, aber auch für euren Disziplinmuskel. Ein Fisch und eine Melone. Hier ist er wieder. Ach, ist das schön. Geht es euch auch so, wenn ihr diese ganzen Farben seht? Auf diese Weise können wir uns ganz bewusst auch mal einzelne Farben oder Farbspektren vornehmen und die erforschen, einfach nur indem wir Linien ziehen und jedes Mal ein Stück einer Farbe mehr hinzugeben. Hier habe ich diese Linien gezogen und als ich die Seite danach bemalt habe, ist das hier passiert. Ja? Nö, das ist nicht versaut, das ist bereichert. Ich finde es klasse. Ein richtig lebendiges Buch. Ein Feuerwerk. Ich glaube, das hier ist ein Schnipsel, den ich aufgeklebt habe. Ja, das ist ein Schnipsel. Alles darf sein. Jede Farbe bekommt ihren Raum. Auch das. Einfach mal einer oder zwei Farben Raum geben. Und diese Farben dann atmen, diese Farben erleben, von diesen Farben lernen und spüren, was diese Farben in uns zum Schwingen bringen. Wenn ihr Aquarellfarben mögt und da eh eine Affinität zu habt, dann empfehle ich euch diese flüssigen Farben von Pebeo von ganzem Herzen. Hier war ein Regentag und mit Regenbogen. Also diese Farben sind eine super Investition. Ich habe die wirklich sehr lieb. Das ist nur mit den Kreiden gemalt, mit den Wachspastellkreiden. Und gleichzeitig kann man auf diese Weise auch einfach ein bisschen mit den Kompositionen spielen. Durchs Spielen lernen wir. Und wenn wir schauen, wo wir die Akzente, die Punkte auf den Seiten hinsetzen, dann entwickeln wir auch ein Gefühl dafür, was es mit uns macht, wenn der Punkt an der und der Stelle ist. Ja, also warum hier? Ja, probiert es aus, macht den mal hier hin, setzt den mal hier hin oder hier hin, ja, und schaut, wie es euch damit geht. Genau so lernen wir und es macht Spaß. Haha, ein Drache, der Feuer spuckt. Ist auch wieder ein Schnipselchen. Oh, da sind wir schon durch. Okay. Ja, das war's. Das war mein geliebtes Farbenessenbuch. Ich habe es gern mit euch geteilt. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ich freue mich total, wenn ihr das auch mal probiert und so das Wunder der Farben noch mehr, noch tiefer für euch entdeckt. Es ist ein total schönes Geschenk dieses Lebens, die Farben. Es sind wundervolle Wesen, reiche Wesen, weise Wesen. Also lasst uns mit ihnen spielen, von ihnen lernen. Wir können nur gewinnen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen, beim Ausprobieren, beim Entdecken und wir sehen uns beim nächsten Espresso. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!